Zusammen helfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Herzlich willkommen zu Folge 31 des Zusammenhelfen-Podcasts. Wir steigen wieder ein im zweiten Teil des Gesprächs mit Barbara Mandorfer und Elisabeth Bachel von der Ukraine-Hilfe Adelwang. Sie haben uns letzte Woche schon einiges berichtet über die Ursprünge der Initiative, über die Anfangszeit und die ganz speziellen Herausforderungen, die es da gegeben hat. Sie haben auch erzählt vom ganz speziellen Buddy-System, das es bei Ihnen in der Organisation gibt und das sehr erfolgreich läuft, und haben auch einige besonders schöne Momente mit uns schon geteilt. Bei diesem Punkt werden wir auch wieder ins Gespräch einsteigen. Ich kann schon jetzt versprechen, auch in dieser Sendung kommen einige spannende Themen zur Sprache. Wir erfahren noch genaueres über die Arbeit der Initiative, bekommen einige spannende Empfehlungen und Tipps für das eigene Engagement im freiwilligen Bereich und erfahren noch genauer, wie es für Barbara und Elisabeth und die Initiative in Adelwang in Zukunft weitergehen wird. Es ist einfach schön, weil man manches Mal nachfragt, braucht ihr irgendwas, gibt es irgendwas, und sie sagen, nein, wir brauchen nichts, wir würden uns einfach nur gern wieder mal treffen und soziale Kontakte knüpfen. Das sind auch so schöne Momente, wo man merkt, okay, es ist gut gegangen. Wo wir nicht gewusst haben am Anfang, wie wird's funktionieren, aber ja. Sehr, sehr schön. Wir haben schon ein bisschen über die aktuellen Herausforderungen gesprochen, also zum Beispiel mit dem Loslösen, mit dem Thema Grenzen setzen. Was waren denn sonst Momente, wo ihr auch als Initiative erkennen habt müssen, das waren jetzt besondere Herausforderungen oder da ist man vielleicht auch mal angestanden? Ich darf vielleicht eine Geschichte von einem ukrainischen Mädchen erzählen, das über Monate oder sicher auch einen Monat hinweg nicht in die Schule gewollt hat. Das war wirklich ganz schwierig, weil sie sich versteckt hat und weggerannt ist. Und wir einfach so überzeugt sind natürlich, dass das Wichtigste angekommen ist in der Schule, da auch wieder Freundschaften knüpfen, die sozialen Kontakte. Und da sind wir wirklich angestanden. Da hat sich wirklich jeder auch voll bemüht, auch die Direktorin, dass die Mutter in der Klasse sitzen kann, das Kind begleiten kann. Und die Mutter hat dann auch gemeint, okay, na, dann bleibt das Kind jetzt einfach daheim. Und das ist sowas, da, ja, sitzt man dann da und denkt sich, das kann jetzt, das gibt's jetzt nicht, wir finden keine Lösung. Aber auch da hat sie das dann gelegt. Gott sei Dank, geht's jetzt viel gerne in die Schule und, ja, das war so eine Herausforderung. Wie geht ihr mit sowas in der Gruppe eigentlich um? Also ich nehme an, ihr sprecht miteinander. Habt ihr so etwas wie einen regelmäßigen Austausch untereinander? Was sind da so eure Methoden, auch für euch persönlich, wie ihr mit sowas gut umgehen könnt? Ja, mein Ansprechpartner ist meistens dann eben Barbara, und dass wir halt das dann alles mal ein bisschen uns gegenseitig erzählen, was halt da wieder ansteht und was halt wieder ist, oder eben auch daheim mit meinem Mann, dass ich das wieder besprich und einfach, ja, mir da in meinem privaten Umfeld das, ja, einfach auch drüber rede und da einfach mir auch andere Perspektiven immer wieder hole, weil manches Mal ist man doch so engstirnig oder man denkt, okay, es geht doch eh nur so und eigentlich geht es vielleicht auch ganz anders. Und eh, wie man da eben auch bei dem Mädchen gehört hat, es hat sich dann auch wieder ergeben, und das ist einfach dann das Schöne, dass man, wenn wir alle zusammenhelfen und einfach von jedem ein bisschen das nehmen, was dessen Ideen sind, und genau, dass dann wieder was Neues Gutes entsteht. Ja, die Frage ist sehr gut, weil was für mich noch immer ein To-Do ist, ist sozusagen uns als Gruppen, dass wir da Treffen haben. Wir haben einmal Austauschtreffen gehabt mit zusammenhelfen. Aber wirklich für uns jetzt, was am Anfang auch geplant gewesen wäre mit mehr Supervision, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nur ein wenig säumig, weil vielleicht hätte es das in der Zwischenzeit schon bei manchen Buddies gebraucht.
Und wir haben das aber noch nicht transportiert, dass es ja die Möglichkeiten gibt, dass da Angebote gibt zum Thema Abgrenzen, dass es dafür gibt. Und ja, wir versuchen einfach gut in Kontakt zu bleiben untereinander. Das ist so was, wo man ich denke, das hat bis jetzt da gut passt. Und ja, für mich selber stelle ich mir dann immer die Frage, brichst du über, um was geht's jetzt eigentlich? Was war das Schlimmste, was eintreten kann? Und wird das eintreten? Wahrscheinlich eh nicht. Und wann herausfordernde Situationen sind und wie, was war die Lösung dorthin und kann ich die Lösung überhaupt anbieten? Es gibt manchmal Situationen, wo wir die Lösung überhaupt nicht anbieten können und ja, wo wir das auch im Team dann klären, weil uns wer voll ins Zeug hat und voll viel macht, aber sie einfach ausstellt, dass vielleicht wir noch gar nicht alle Infos haben, weil eine Familie zum Beispiel gerade am Überlegen ist, dass abreißt. Also unsere kleine Geschichte zu dem, unser Herr Vizebürgermeister hat einer Familie zum Beispiel den Flug heim in die Ukraine gezahlt, weil sie gesagt haben, sie haben einige Dinge daheim zum Klären und die Familie hat sich aber, glaube ich, einfach nicht traut, uns zu sagen, dass sie nicht mehr kommen werden. Es war völlig okay gewesen, wenn sie es uns gesagt hätten. Und er hat dann gesagt, naja, es ist mir wurscht, das Geld gebe ich sowieso gern her. Und im Fall des Falls haben wir im Team auch immer quasi, wenn der für die Finanzen zuständig ist, wo wir auch schauen können, wann Dinge investiert wurden, die nicht gedeckt sind, dass wir die über unser Konto decken. Und so schafft man dann auch immer wieder eine Lösung im Team, wenn solche Sachen auftreten. Super, dass euch das so gelingt. Wenn jetzt andere Leute etwas Ähnliches starten wollen, was würdet ihr denen mitgeben? Oder was würdet ihr rückblickend euch selbst am Anfang raten? Was waren ein paar wichtige Lektionen, die ihr aus der Zeit bis jetzt schon gelernt habt? Ja, was sicherlich gut ist, aufzuzeichnen, wann sind die Zeitfenster, wo man Zeit hat und auch was ist, in welcher Funktion bin ich da? Das haben wir immer versucht, dazu zu erklären, dass wir eine Initiative für Freiwillige sind, weil natürlich die Frage gekommen ist, warum macht ihr das? Die Ukrainer waren oft wirklich sehr positiv überrascht, was da an Solidarität da ist. Und da haben wir gesagt, ja, wir sind von der Ukraine-Hilfe in Adelwang und manches Mal ist es verwechselt worden, dass wir gleich eine intensive Freundschaft starten. Und das ist das, was ich, glaube ich, nur klarer sagen würde, dass einfach eine Freundschaft jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht möglich ist, weil das manchmal dann schon für eine gewisse Ernüchterung bei den Familien gesorgt hat, dass wir nicht jedes Wochenende auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen können oder sie haben für uns gekocht und haben voll kurzfristig sich gemeldet, das Essen ist fertig, wann kommt ihr? Ja, heute nicht, weil das muss ich ein bisschen früher wissen. Und genau, wie einfach wirklich auch klar zum Stellen, was ist die Aufgabe und für was kann man da sein und für was nicht. Und zu wissen, es ist okay, wenn man voll oft Nein sagt. Genau, also das war das, was mir eingefallen ist, dass man sich einfach auch ganz gut überlegt im Vorhinein, welche Ressourcen habe ich, was kann ich bieten, was geht einfach nicht und wo kann ich mir einfach auch, und das war aber in Adelwang zum, das war einfach gegeben, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich das einfach nicht mehr alleine machen kann. Und da das einfach, und ich glaube, das eben, wie ich schon gesagt habe, das größte Thema ist für einen selber, sich das zu überlegen, was kann ich geben, wie viel Zeit habe ich und kann ich das dann annehmen, so eine Aufgabe. Genau, und das würde ich mir mitgeben für mich oder jedem anderen. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, das Freiwillige in unterschiedlichsten Einsatzbereichen immer wieder beschäftigt. Und es ist auch wichtig, das immer wieder zu hören, dass es
okay ist und notwendig ist, die eigenen Grenzen abzustecken und auf sich selber auch aufzupassen. Zu einer anderen Frage. Was sagt ihr denn, hat sich die Arbeit eurer Initiative auch auf das Leben in der Gemeinde ausgewirkt? Und es ist ja ganz toll, dass bei euch so viele Menschen aktiv sind, aber hat es auch Gegenstimmen gegeben? Was hat sich entwickelt? Zum einen sicher diese Bereitschaft der gesamten Bevölkerung hat uns also zu helfen, hat uns als Gemeinde irrsinnig zusammengeschweißt. Es sind Spendengelder gekommen von politischen Fraktionen, die würde man mit Sicherheit nicht pro Flüchtlingshilfe einordnen. Das war aber so. Und die waren sogar eine von denen, die gesagt haben, und wenn ihr nur was braucht, ob das Schulmaterial, Geld ist, jederzeit melden. Und das ist für mich so schön, weil man sieht, wenn alle an einen Strang ziehen, was sie bewegen kann und was sie auch entwickelt. Und ich denke, dieses gute Gefühl, wir haben das gemeinsam geschafft, egal wer wie heißt, wo wer herkommt, das ist geblieben. Und dann sind natürlich auch immer Fragen aus der Bevölkerung gekommen, wie zum Beispiel, Barbara, wie kann das sein, dass da auch Männer oder Väter mitkommen? Ja, das ist erstens einmal nicht unsere Aufgabe als Initiative, das zu hinterfragen. Und zweitens einmal, die Fragen waren sicher nicht immer besser gestellt, aber die Frage ist oft gekommen, habe ich dann gesagt, ja, wenn mein Mann, mein Vater, wer auch immer, mein Bruder, jetzt in unserem Land für einen sehr wirklich unsinnigen Krieg kämpfen müsste, ich würde sofort befürworten, dass er ausreist und an einen sicheren Platz geht. Und wer würde das nicht, wenn es jetzt um seine Familie geht? Und da vollstes Verständnis für alle Männer, die auch versucht haben, aus dem Land zu kommen. Und das war sicher sowas, wo man gemerkt hat, okay, die Frage kommt aus der Bevölkerung, wie das sein kann. Und, ja. Haben wir aber dann auch immer wieder aufgezeigt, wenn die Leute ein Gesicht dazu haben oder die Personen kennen, wie sich das auf einmal alles relativiert, auch die Vorurteile und das zu wissen, was der andere zu tun hat oder wo er gerade sein sollte. Genau, und das, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass generell, finde ich, in Adelwang eine sehr gute Dorfgemeinschaft herrscht und wir da einfach irrsinnig gut vernetzt sind. Musikverein, Feuerwehr, Gemeinde, jeder kennt sie, jeder arbeitet zusammen, jeder hilft, jeder weiß auch vom anderen, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, was kann der, wen kann ich da fragen, auch die Sportler und so weiter. Also das ist eine irrsinnig enge Gemeinschaft und die hat sich, finde ich, da auch in der Ukraine-Hilfe voll klar zu erkennen gegeben, dass wir da einfach irrsinnig gut zusammenarbeiten und gut aufgestützt sind. Was glaubt ihr in ein paar Jahren in der Zukunft? Wie schaut da die Arbeit eurer Initiative aus? Und wie schaut auch euer persönliches freiwilliges Engagement vielleicht aus? Habt ihr da ein Bild im Kopf oder eine Idealvorstellung? Ich hoffe in ein paar Jahren, dass die Familien, die momentan nur bei privaten Quartiergebern wohnen, sich eine eigene Wohnung aufbauen haben können. Oder, das wäre in Wahrheit wirklich das Wunschszenario, wieder auf sicherem Weg nach Hause gehen konnten. Das war in Wahrheit das, was wir uns, glaube ich, alle wünschen. Und wenn dem nicht so ist, dass die Familien sagen, Adelwang, da wo ich jetzt bin, oder generell unsere Region, manche sind ja auch schon nach Bad Hall gezogen, was ja wurscht ist, welche Grenze in Wahrheit. Da lebe ich gern und ja, dass die Kontakte aufrechterhalten geblieben sind und wir uns einfach ganz normal treffen können und über Alltägliches sprechen können. Das war schön.
Genau, also das würde mir ich auch wünschen, dass einfach von dem ganzen organisatorischen viel eben dann auch an das, in das Soziale übergehen kann und man sich dann wirklich einfach nur noch auf einen Kaffee trifft und auf einen Kuchen und nicht dann noch mit einem Berg heimkommt, wo man noch überall anrufen sollte, muss, was jetzt noch zu erledigen ist. Genau, das war schön. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass das genau so eintritt. Noch eine große, etwas philosophische Frage. Was braucht es eurer Meinung nach, damit die Integration geflüchteter Menschen in Österreich gut gelingen kann? Wie wir das erlebt haben, war natürlich eine kaum stemmbare Zeit im März, April 2022 für die Organisationen, die Hilfsorganisationen, die Grundversorgung abgewickelt haben, die Registrierung, die war nur leicht, aber vor allem diese Grundversorgung abzuwickeln. Ich hoffe, man hat gelernt und hat sich überlegt, wie man auch das personell aufstocken kann. Ja. Mir ist klar, dass alle Branchen um Personal ringen, dass überall Leute gesucht werden. Aber was da geleistet wurde für die Organisationen, das war wirklich übermenschlich. Und zum einen eben diese personelle Aufstockung bei den Hilfsorganisationen. Finanziell, die Leistungen müssen meiner Meinung nach steigen, weil es ist wirklich, gerade was die Wohnungsbeihilfe betrifft, kaum zu stemmen für eine Familie, die da pauschaliert ist, auf 300 Euro am Wohnungsmarkt etwas zu finden. Genau. Und ja, Mobilität war immer ein großes Thema, am Anfang nur befreit von den Kosten für Bus. Da hoffe ich, dass die generelle Infrastruktur am Land, dass die besser wird. Und ja, zu den behördlichen Aufstockungen natürlich auch, dass die Zivilbevölkerung so leid, wie zum Beispiel die Elisabeth ist, hat auch in Zukunft, die sagen, okay, ich investiere meine Freizeit in Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Ich kann auch mit Rückschlägen umgehen, aber ich glaube einfach daran, dass, wenn ich mich für andere engagiere, dass was kurz dabei rauskommt. Vielen herzlichen Dank. Habt ihr etwas, was ihr gerne noch mitteilen möchtet oder würdet ihr gerne noch was erwähnen, was noch zu wenig zur Sprache gekommen ist? Ja, genau. Was habe ich noch nicht erwähnt? Und zu wenig. Das alles in Bezug jetzt auf die Ukraine-Hilfe wäre niemals möglich gewesen, wären da nicht so viele Familien, die als Quartiergeber aufgetreten wären, die in kürzester Zeit ein neues Zuhause geschaffen haben und so viel wichtige Arbeit geleistet haben. Also da war in Oberösterreich wirklich, haben die Quartiergeber das übernommen, haben manches Mal nicht gewusst, wie wird das weitergehen, gibt es Zuschüsse vom Land, waren da wirklich sehr geduldig und da kann man nur sagen, Hut ab an alle Quartiergeberinnen und Quartiergeber, ja, das ist mir nur wichtig. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt nicht ein zu idyllisches Bild da irgendwie gezeichnet haben. Ich meine, es ist ja wirklich schön bei uns da, aber natürlich hat es eben auch immer wieder Stoff für Diskussionen und Themen einfach gegeben, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und genau, und ich glaube, das kann wie gesagt, nur funktionieren, wenn man eben so gut aufgestellt ist. Aber genau, das wollte ich auch noch kurz sagen. Liebe Barbara, liebe Elisabeth, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch persönlich, aber natürlich auch allen Beteiligten bei der Ukraine-Hilfe Adelwang alles Gute für eure nächsten Vorhaben. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Anja. Auch an euch Hörerinnen ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Nachdem es im Podcast auch angesprochen worden ist, darf ich noch einmal auf unsere Unterstützungsangebote für Freiwillige hinweisen. Eben zum Beispiel auf Supervision. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf unserer Website
www.zusammen-helfen.at. Und natürlich könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren, falls ihr noch weitere Fragen habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.